Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Am 10. Oktober findet die Bad Doberaner Kunstnacht bereits zum 9. Mal statt. Besucher können an und in 50 verschiedenen Orten und Einrichtungen in Bad Doberan feiern. Auf dem Programm stehen viele Highlights. So kommt die ganze Familie bei einem Laternenumzug, Kunstausstellungen, Konzerten und viel mehr auf ihre Kosten. Kulturverrückte sollten sich diesen Abend auf keinen Fall entgehen lassen. Am 14. November kommt der Hamburger Popsänger und Songwriter Johannes Oerding für seine Herbsttournee Alles brennt nach Schwerin. Als zusätzlichen Act können Sie sich auf den Hamburger Newcomer Matteo Caprioli freuen, der mit seinem selbstentwickelten Stil aus Freak, Folk und Soul die Luft regelrecht zum Brennen bringt. Wer die beiden lässigen Typen live erleben möchte, sollte sich auf mehrtickets.de schon jetzt die Eintrittskarten sichern. Der Glashäger Vereinssegel Cup ist ein absolutes Sporthighlight am 10. Oktober. Mehr als 35 Segelkinder aus 12 Vereinen des Landes treten zur bundesweit ersten Teamregatta für Optimisten gegeneinander an. Der Veranstalter Glashäger Boden GmbH hat mit der dänischen Wiek in Greifswald als Veranstaltungsort erneut ein spannendes Segelrevier gefunden. Segelfans und Sportinteressierte werden sich bei spannenden Rennen, Live-Moderationen und einer Segeltombola bestens unterhalten fühlen. Seit mehr als 40 Jahren steht die Schauspielerin Franziska Trögner auf der Bühne und vor der Kamera. Am 6. Oktober wird sie ein musikalisch-literarisches Programm bei der AWG Güstrow Parchim und Umgebung im Ostring 20 in Parchim vorführen. Dabei setzt sie sich mit Szenen einer Ehe auseinander und stellt diese humorvoll dar. Karten gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 03871 627920. Fußballkultur, das ist das Spitzenduell des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem FC Mecklenburg-Schwerin und der TSG Neustrelitz. Wird es dem perfekt gestarteten Hauptstadtclub gelingen, dem Favoriten aus der Regionalliga ein Bein zu stellen und damit wieder den Beweis zu erbringen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze? Anstoß im Sportpark Lankow ist am 10. Oktober um 13 Uhr. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie wollen. Deutschland, ich liebe dich! So brav! Gehen Sie aus dem Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön? Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.